Yo Leute, wie geht's, wie steht's? Hier ist mal wieder Rise Let's Play mit einem neuen Part von Animal Crossing Wild World. Wie ihr sehen könnt, haben wir Post gekriegt. Ja, wir haben Post gekriegt, genau. Ich bin mir sicher, ihr habt doch schon bestimmt den Part vermisst, das für diese Woche. Ich war, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen faul. Heute gab es ein Feuerwerk und ich habe ganz viel Zuckerwatte gegessen. Ich bin glücklich, Mama. Das ist schön, Mama. Aber was ich jetzt sagen wollte, ist, mir ist aufgefallen, nämlich, dass ich heute noch gar keinen Part aufgenommen hatte und der sollte eigentlich heute, also heute ist ja Montag, sollte heute noch rauskommen. Deswegen ist er heute ein bisschen später, weil ich einfach faul war und gar nicht mehr dran gedacht habe. Ich war voll so, oh, 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 da hast du was vergessen. Soll ja auch mal vorkommen, aber macht euch keine Sorgen, das ist ja alles gar kein Problem. Das Komische bei Animal Crossing ist, man muss ihn, also an dem gleichen Tag, an dem man ihn aufnimmt, muss man ihn auch quasi rauslassen, da er sonst keinen Sinn mehr macht. Und da können wir ein paar Birnen nehmen und ganz viele Blumen. Das sind richtig viele Blumen. Die müssten wir alle mal an uns nehmen. Ich glaube nicht, dass die Maus nämlich viel damit anfangen kann. Außer vielleicht neue Pflanzen. Oh, ein Kescher und Angel. Perfekt. Genau die Sachen. Oh, ein Robo-Bett. Robo ist cool. Ach ja, die Akademie des schönen Hauses, stimmt. Er erklärt uns jetzt nämlich, dass unser Haus jedes Mal, wenn wir irgendwie neue Möbel haben, immer wieder neu bewertet wird. Und, ja. Desto schöner das Haus, desto besser die Bewertung, sag ich mal. Bin dabei. Ich wusste, du würdest mitmachen. Eine hohe Wertung Zeitungs, dass du Ahnung von Stil hast, Rice. Ach ja. So, wie kann ich das natürlich tun? Verkaufen. Dann zeig mir die Items, die du verkaufen möchtest. Den Augentest wollte ich behalten. Die Miesmuschel weg. Birne weg. Oh mein Gott, mit dem Controller geht das nicht so gut. Wie als mit einem Touchstick. Aber gut, machen wir uns da keine Sorgen. Kommt halt vor. Haben wir Zeit. Es ist ja nicht so, als würde uns etwas weglaufen, wenn wir jetzt hier ein bisschen Zeit im Laden verlieren. Ich meine, wir gehen alle shoppen, wir brauchen alle immer ein bisschen unsere Zeit da, um alles zu machen und ich suche gerade eine gute Ausrede. Aber gut. So, jetzt hat der alte Master Leder alles, was er braucht. Zusammen wären das 1190 Sternis. Abgemacht, kein Ding. Sonst noch was? Das wäre alles Mesh da. Genau, wenn wir noch was brauchen, melden wir uns. Das ist ein Kescher, er kostet 500 Sterne, ist ziemlich günstig, nicht? Möchtest du ihn kaufen? Joa, logisch. Und ich werde es mal wieder so machen, jedes Insekt, das neu ist, kommt natürlich sofort ins Museum und alle Insekten, die wir bereits hatten, die gehen an Tom Nook. Er wurde Tom Nook, Doppel-O. Nicht Tom Nook, ist Tom Nook. Tanuki ist es ja auch. Er ist jetzt. Alter! Ja, genau, Angel. Kaufen. Ich bin gut im Kopf rechnen. Oh, wow, ja. Oh, mein Gott. Ja, ja. Fische fangen. Genau, so. Müsste das Spiel speichern und beenden. Fortsetzen. Ich wollte jetzt eher den Kescher ausrüsten, weil der cool ist. Danke für deinen Besuch, Bäre uns bald wieder. Machen wir. Werden wir bestimmt machen. Oh yeah. Jetzt können wir Insekten jagen. Vollwertig. Reiners Zelt. Nee, keine Lust darauf. Da war doch irgendwas mit der Mitgliedschaft. Aber habe ich gar keinen Bock gerade drauf. Oh! Oh! Nicht cool. Unkraut, weg damit. Kleeblätter können von mir aus... Oh, unser erstes Insekt. Kriegen wir es? Ja, wir kriegen's! Eine Abendzikade! Okay. Schade, dass es regnet. Da ist nicht so viel Insekten-Trubel. Oh, eine Schaufel fehlt uns noch. Eine Schaufel wäre toll.
bestimmt morgen im Angebot oder am Mittwoch. Mal gucken, wann ich den nächsten Part aufnehme. Ihr müsst mir das sagen, übrigens. Ihr müsst mir das echt sagen. Wollt ihr lieber jeden zweiten Tag einen Part oder wollt ihr täglich einen neuen Part? Weil täglich kann ich das nicht versichern, dass es täglich was kommt, sondern eher so vielleicht 4 Parts die Woche. Aber ich werde mir auf jeden Fall Mühe geben mit den 4 Parts die Woche. Und bei alle 2 Tage, da könnte es sicher sein, dass auch alle 2 Tage was kommt. Das ist viel einfacher zu managen. Und von daher liegt das dann auch ein Stück mehr in meinem Bereich des Machbaren. Arbeitsuniform, die nehmen wir mit. Pflanzen hier eine Unschuldsrose. Und hier auch eine... Und, ne, hier. Hier kommt eine rote Rose hin. Und nebendran kommt nochmal eine Unschuldsrose. Genau so. Und hier. Weil die müssen sich überkreuzen, damit es neue Farben gibt. Haben wir auch noch so eine rote? Perfekt. Pflanzen. Und hier. So mag ich das. So muss das. Aus dem Weg, Eichhörnchen, aus dem Weg. Hier ist nämlich Arbeit. Also ich arbeite hier gerade. Ich brauche eine Axt. Eine Axt werde ich unbedingt gebrauchen. Bam. Aber gut, haben wir uns einen schönen Garten da angelegt. Der sollte eigentlich recht früh schöne Pflanzen sprießen, wie zum Beispiel eine lila oder eine pinke Rose, pinke Tulpe, lila Tulpe. Stirb. Blödes Tulpenviech. Ach, oh, da ist noch ein Insekt. Ah. Mist. Oh mein Gott, habe ich das? Ich habe das irgendwie vermisst, dieses chillige Rumgeeiere hier durch die Stadt. Ein bisschen nach Insekten gucken. Einfach nur chillig drauf sein. Voll cool. Echt voll cool, sage ich einfach nur. Ach, noch ein bisschen angeln. Ich weiß noch, dass die Leute das immer so gemocht haben, wenn ich geangelt habe. Und ich weiß auch noch genau warum, weil die Fische so echt geil trollen. Weil die einfach so... Weißt du, die machen das so, dass man es nicht merkt. Deswegen ist es Trolling, weil es gibt ja auch diese Leute, die sagen, ich hab dich verarscht, ich bin so ein Troll. Nein, nein, eigentlich ist Verarschen auf eine... Also wenn man einfach ein Schwanz ist und dann sagt, man ist ein Troll, einfach weil man es kann, das ist kein Troll, das ist ein Opfer. Das ist einfach nur ein dummer Sack, ein Arschgesicht. Aber ein Troll ist eigentlich jemand, der unbemerkt oder unbewusst andere Leute richtig verarscht einfach. Das heißt, man verarscht durch eine ganze Community, wie uns alle zum Beispiel. Ich meine, ich werf die Angel raus, der Fisch... Tut so, als würde er anbeißen, kommt auch ganz nah und dann schwimmt er einfach da vorbei. Das ist ein Troll. Er macht das nicht mit Absicht, er macht das aus Instinkt. Das ist einfach seine Art und Weise zu leben. Deswegen ist ein Fisch ein richtiger Troll. Nur damit ihr den Unterschied versteht, denn Trollen und Trollen ist nicht gleich Trollen. Versteht ihr? Ja? Ich weiß genau, dass ihr jetzt alle den Kopf schüttelt und denkt, Arschloch. Aber ich weiß genau, dass einige es verstanden haben. Und vielleicht habt ihr es auch gerade deswegen gemacht, weil ich euch gerade eben steken. Guck, ja, hier. Ne, der ist kein Troll, der ist cool. Komm, komm, jetzt beiß an. Oh ne, komm, jetzt aber. Ja! Oh, ein Kalamari, ein Kraken. Oh, ein Bettlaken-Kraken, ja. Wie geil, ein Kraken. Release the Kraken. Boah. Watashina, Shinense, Captain Falcon! Das macht keinen Sinn, aber ja. Das ist aus dem Video. Aus dem Captain Falcon Manga Anime irgendwie. Captain Falcon hat tatsächlich ein Anime gehabt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Und da gab es einfach diese eine Szene, da kommt sein Widersacher. Und der will ihn irgendwie töten. Und dann kommt so... Und der springt so aus seinem Flugzeug raus. Und dann schreibt so, Watashina! Schinense! Und dann kommt Captain Falcon auch auf seinem Flugzeug gesprungen und das ist so ein richtiger epischer Clash einfach, so Clash on the Big Bridge.
Und irgendwie so ein Kumpel von Falcon kommt dann so und der schreit so: Captain Falcon! Und das ist lustig. Das ist echt. Also ich brülle mich immer weg. Das ist cool. Ja! Oh! Eine Hasel! Jetzt weiß die aber, wie der Hase läuft. Ja! So muttert. Oh, kommen wir gehen nochmal zu unseren Lieblingshunden nochmal kurz rein. Ach, oh mein Gott, man kann ja sogar designen hier im Spiel. Stimmt. Oh. Okay. Ehrlich, ich verstehe nicht alles. Aber ich kann sagen, wenn du was verloren hast und es suchst. Oder die Flagge ändern willst. Sag es mir, dann helfe ich dir. Ich meine, ich werde es versuchen, also dir zu helfen. Ja. Hat jemand was verloren? Und gibt es Fundobjekte? Sechs Objekte bereits. Was haben wir? Kleidung. Gardinenoutfit. Anatomiemodell. Sternensplitter. Geil. Dschungeloutfit. Wildwestzaun. Pilotenoutfit. Das nehmen wir mit. Falls jetzt ein gewisser Bonjour 1 das guckt. Pilotenoutfit. Ich weiß es sehr genau sogar. Oh ja. Oh mein Gott. Ja, ich habe mittlerweile echt eine coole Community aber aufgebaut, so. Ich war zwar jetzt lange nicht aktiv, aber ich meine, so allgemein die Leute, die immer noch meine Videos gucken, obwohl ich so lange nicht mehr da war, ich meine, das ist meine Community. Das sind die richtig treuen Fans und die feiere ich echt sehr hart. Im Ernst, das ist hart wie Solid Snake. Versteht ihr wegen solide? Checkpunkt. Ach ja, stimmt, das ist Harry. Mit dem können wir andere Städte besuchen, wenn ich das hier dann nicht am PC spielen würde. Und anständiges Internet herrschen würde. Aber damals war das leider noch nicht so, dass man über WLAN sich einfach in eine andere Stadt reinwarpen konnte. Das kann man aber Gott sei Dank im New Leaf. In New Leaf ist es mir möglich, Leute zu besuchen. Und das wird auch voll cool, wenn das Let's Play startet. Also ich freue mich auf jeden Fall richtig deftig, heftig drauf. Hab zwar keine eigene Capture Card, aber wie gesagt, der gute Bladius, der wird das Ganze ermöglichen mit seiner Capture Card. Der wird euch quasi, der wird mir das Ticket geben, das Let's Play zu machen und euch den Gutschein, damit ihr es auch angucken könnt. Seid ihr also quasi ihm schuldig, deswegen immer mal kurz bei Bladius vorbeischauen und ihm sagen, ey, ein Ayu-Fisch, cool. Was soll ich nochmal sagen, deswegen immer wenn ihr jetzt irgendwie ein Animal Crossing New Leaf Part von mir seht und ihr fandet ihn gut, dann müsst ihr unbedingt mal kurz Bladius eine PN schreiben und Bladius sagen, gut gemacht, Alter. Echt gut gemacht. Apropos PN, ich habe schon ewig meinen PN-Ordner nicht mehr nachgeguckt, hier bei Animal, also bei überhaupt beim Kanal. Weil irgendwie weiß ich nicht, wo der ist. Ich finde den einfach gar nicht mehr. Das ist irgendwie, als wäre der nicht mehr existent. Keine Ahnung, ich verstehe einfach das neue YouTube-Layout nicht. Überhaupt, um auf meinen Kanal, also selbst auf meinen Kanal zu kommen, ohne jetzt irgendwie großartig Rise-Let's-Play in der Suche einzugeben, selbst da muss ich echt ein bisschen rumsuchen. Das war nicht leicht. Das war echt überhaupt nicht leicht. Das war sogar richtig schwierig. Hallo Eugene, altes Haus. Ist ewig her, dass wir bei dir waren. Oh ja, Tage bekomme ich immer so eine seltsame Müdigkeit. Was müssen wir stiften? In New Leaf kann man gleich mehrere Sachen gleichzeitig stiften. Das muss man sich mal vorstellen. Saugeil. Was haben wir denn hier? Etwa eine Abendzikade? Oh nein, machen Sie sich nicht die Mühe, sie aus dem Käfig zu holen. Diesbezüglich müssen wir ganz strenge Richtlinien beachten, wissen Sie? Oh mein Gott. Wenn man das wenigstens skippen könnte. Oh mein Gott. Irgendwo nach Grönland. Was anderes, was wir stiften möchten. Ich finde, beim Stiften, die meisten Sachen sind echt irrelevant, außer wenn es um Fisch geht, weil er immer so ganz coole Tipps gibt, wie man die kocht und wie die am besten schmecken, was auch cool ist. In der Tat, ein Krake. So, Krake, also auch Kalamare enthalten Tinte, ebenso wie Kalamar-Rezepte. Eine Speise aus Krakentinte sucht man dagegen vergebens. Vermutlich liegt es daran, dass Kraken wenig Tinten produzieren. Das bisschen Tinten, das sie produzieren, ist zu wässrig, um zum Kochen geeignet zu sein. Allerdings soll der Geschmack ganz und gar interessant sein. Das stimmt, so eine Tintensauce ist echt gut. Das ist echt super gut, habe ich auch schon mal probiert. Und oh mein Gott, läuft mir gerade das Wasser im Mund zusammen. Oh mein Gott, das ist gerade richtig schlimm. Ich habe gerade richtig Heißhunger auf so
Tintensoße, also Krakenpesto mit, also Krakenpasta mit Tintensoße, oh mein Gott. Eine Hasel. Haben Sie eine Hasel auf einer Speisekarte gesehen? Hasel, nicht Hasen, sage ich. Und es gibt einen Grund, warum dem nicht so ist. Zu viele Gräten. Und er riecht auch nicht fein. Nicht besonders appetitlich. Okay. Könnte man aber bestimmt mal probieren. Ich meine, die Gräten kann man entfernen. Und wenn man sich die Mühe macht, hat bestimmt einen guten Geschmack. Weil alles, was irgendwie nicht gut riecht, hat meistens einen guten Geschmack. Ich sag nur, Gorgonzola-Käse dazu. Echt, super gut. Echt tipptopp. In der Tat. Ein Ayu-Fisch. Der Ayu-Fisch ist mir kaum bekannt. Er schmeckt wohl etwas fischig. Wenn Sie also etwas Besonderes erwarten, werden Sie ganz sicher enttäuscht. Oh, schade. Das ist echt schade. Nö. Wir danken dir, Eugene. Wir danken dir, mein Freund. Für die Zeit, die du jetzt geopfert hast für uns. Oh mein Gott, ich habe gerade irgendwie etwas gedrückt. Und das ist gar nicht cool, weil, keine Ahnung, ihr seht, es ist gerade ganz schnell und ich habe irgendwas am Emulator jetzt geändert. Aber das ist... Oh mein Gott, die Musik! Hört gut hin. So ist die Musik viel besser. Oh mein Gott. Mm.